Der dritte Punkt, wir brauchen eine gerechte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, wo alle eine Chance haben, mitzukommen, voranzugehen, einen Anteil zu haben, ob Langzeitarbeitslose, ob Alleinerziehende, Erwerbsgeminderte, ob Erzieherinnen, ob Alten, Krankenpfleger, Hebammen. Alle müssen ihren Platz in der Gesellschaft bekommen und nicht nur warme Worte, sondern beispielsweise auch ein Gehalt, von dem man menschenwürdig leben kann.